Aber vor allem möchte ich, dass sie generell öfter mal die Perspektive wechseln, sich in den anderen hineinversetzen, einen Schritt drauf zuzugehen, nicht nur, wenn sie einen Vortrag halten, sondern wann immer sie mit jemandem kommunizieren. Denn unterm Strich ist das die Basis für gute Kommunikation. Typische Szene auf einer WG-Party. Früher oder später kommt die Frage: Und, was machst du so? Ich bin Chemikerin, sag ich. Oh, sagt der andere. Betretenes Schweigen. Manchmal sagt der andere auch sowas wie: Chemie habe ich in der Schule abgewählt. Oder auch: Du siehst gar nicht aus wie eine Chemikerin. Das ist ein Kompliment. Das heißt, ich sehe nämlich gar nicht so seltsam aus. Manchmal sind sie aber auch interessiert und fragen dann: Und was machst du genau? Und dann sage ich: Ich untersuche das Verhältnis zwischen elektrostatischer Abstoßung und kooperativen Wasserstoffbrückenbindungen bei der physikalischen Vernetzung von polyurethan-basierten Hydrogelen. Oh, Applaus, Moment. Dann sagt der andere: Ich hole mir mal was zu trinken. Bin gleich wieder da. Aber das ist natürlich eine Lüge. Man sieht den Menschen nie wieder. Ich bin Maite Nguyen-Kim, ich bin tatsächlich Chemikerin. Aber mein Beruf ist es, genau solche Szenen wie diese zu verhindern. Ich arbeite als Dozentin für Wissenschaftskommunikation. Das heißt, ich helfe Wissenschaftlern, ihre Arbeit besser zu vermitteln. Und ich mache sehr gerne YouTube-Videos. Und das hat als Hobby angefangen vor 2 Jahren mit meinem Kanal The Secret Life of Scientists. Aber inzwischen mache ich das tatsächlich auch professionell, zum Beispiel für Funk. Das ist das Online-Angebot von ARD und ZDF oder für Terra X Slash und Co. Das klingt jetzt alles sehr spaßig, ist es auch. Aber es ist auch wirklich eine riesige Herausforderung. Denn das Paradoxon der Wissenschaftskommunikation ist: Je einfacher, desto schwieriger. Also je einfacher ich wissenschaftliche, komplexe Zusammenhänge vermitteln möchte, ja, desto komplizierter wird das für mich, das verständlich, aber auch wissenschaftlich korrekt zu tun. Aber durch YouTube habe ich tatsächlich ein paar Dinge gelernt, die mir bei der Wissenschaftskommunikation helfen, und ich denke, die sind relevant für alle Bereiche der Kommunikation. Und deswegen ist das Thema meines Vortrags heute, und das ist jetzt ein bisschen Meta: Wie halte ich einen guten Vortrag? Mit Hilfe von YouTube. Sie können sich vorstellen, wenn Sie die Massen begeistern wollen, dann haben Sie es mit einem Chemievortrag nicht ganz so leicht. Wenn das Publikum danach nicht völlig verwirrt ist, dann war das schon ganz okay. Aber wenn ich mit Hilfe von YouTube einen Chemievortrag besser machen kann, dann können Sie sicherlich dasselbe für sich nutzen und für Ihre Vorträge, egal aus welchem Bereich. Denn ein guter Vortrag ist vor allem eins: eine Frage der Perspektive. Es gibt 2 Vortragsperspektiven. Zunächst: Sie, das Publikum, sind der König und meine Aufgabe ist es, Ihnen zu dienen. Oder diese Perspektive, die 2. ist häufiger: Wenn ich einen Vortrag halte, geht es natürlich erstmal um mich, um meine Arbeit, um das, was ich zu sagen habe. Das ist nachvollziehbar, aber aus dieser Perspektive ergeben sich oft 3 große Irrtümer. Und welche das sind und warum es YouTube dabei helfen kann, das möchte ich also heute mit Ihnen zusammen herausfinden. Fangen wir doch mal an mit Zeit. Denn Zeit ist etwas herrlich Subjektives. Tragen wir mal die Zeit eines Vortrags, also die Länge eines Vortrags, auf gegen die Langeweile des Publikums. Dann ergibt sich leider Gottes meistens ein linearer Zusammenhang. Anders ausgedrückt: Je länger der Vortrag, desto länger muss das Publikum leiden. Aus der Sicht des Vortragenden allerdings vergeht die Zeit ja meistens viel zu schnell. Wer von Ihnen kennt das Problem, dass Sie Probleme hatten, sich an das Zeitlimit eines Vortrags zu halten? Ich glaube, jeder, der mal einen Vortrag gehalten hat, kennt das. Und da kommen wir schon zum ersten Irrtum, nämlich, dass ich glaube, ich bräuchte mehr Zeit. Aber wenn ich eins von YouTube gelernt habe, ist es: Mein Publikum hat aber gar keine Zeit.
Ich weiß nicht, wie oft Sie YouTube schauen. Da gibt es ja immer diese Werbungen vor den Videos, die man überspringen kann, wenn man 5 Sekunden wartet. Wenn Sie das mal gemacht haben, dann wissen Sie auch, wie lange sich 5 Sekunden anfühlen können. Und das ist einem YouTuber völlig bewusst, wie ungeduldig der Zuschauer ist. Und wir sind vielleicht online etwas ungeduldiger als im echten Leben. Ich werde Ihnen jetzt auch mehr Zeit zumuten, als ich mir jetzt bei YouTube nehmen würde. Aber auch hier bei Gedankentanken merkt man, dass man sich vor allem um Sie, das Publikum, Gedanken gemacht hat. Denn uns wurde gesagt, bitte halten Sie sich an 18 Minuten. Denn egal wie gut der Vortrag ist, Ihre Aufmerksamkeit ist auch begrenzt. Und wenn es nach mir ginge, wäre das eine super Universalregel für alle Vorträge dieser Welt. Und ich sage nicht, dass man nicht länger als 18 Minuten über Wissenschaft, über Chemie reden kann, aber nicht vielleicht in dieser Form. Nicht in diesem Frontalunterricht. Man kann auch wissenschaftliche Themen in kurzer Zeit vermitteln. Hier habe ich ein Video gemacht über Gravitationswellen, das ist 6 Minuten und 19 Sekunden lang. Hier habe ich mal 2 Videos gemacht zu CRISPR. CRISPR Gene Editing, hochaktuelles Forschungsthema. Das erste knappe 7 Minuten, das zweite gute 5 Minuten lang. Das sollte eigentlich ein Video werden. Aber Terra X hat gesagt, 12 Minuten, das kann man niemandem zumuten. Da machen wir 2 Videos draus. Und das Schlimme ist, sie hatten recht. Denn wenn man auf die View-Zahlen schaut, dann hatten über 30.000 Leute nach dem ersten Teil keine Lust mehr auf den zweiten Teil. Gut, das kann jetzt vielleicht auch an mir liegen, vielleicht hatten sie keine Lust auf mich, das ist möglich, aber ich bevorzuge natürlich diese Erklärung, das Publikum hat keine Zeit. Deswegen müssen wir uns immer so kurz halten wie möglich. Was machen viele stattdessen? Wissenschaftler machen das sehr, sehr gerne, ich nenne es jetzt mal informationsdichte Erhöhung. Ganz viele Infos in eine kurze Zeit packen und dann einfach doppelt so schnell reden. Das bitte nicht machen, weil das führt uns eigentlich direkt zu dem zweiten Irrtum. Zu glauben, die Leute hören einem zu. Als YouTuber weiß man, dass das auf keinen Fall stimmt. Beispiel, hier ist ein Video von mir, das hat den Titel Die 5 Phasen einer Doktorarbeit. Man sieht mich hier gerade weinend mit einem Pinguin in der Badewanne sitzen. Das finden Sie jetzt vielleicht amüsant, das ist gut, nur die ganze Zeit wird dem Zuschauer Alternativprogramm präsentiert. Das ist möglicherweise noch interessanter oder noch amüsanter. Das heißt, wenn ich die Aufmerksamkeit meines YouTube-Zuschauers auch nur für einen Moment verliere, dann ist er weg. Dann ist er bei einem anderen Video. Bei einem Vortrag hingegen nehmen wir das Publikum als selbstverständlich hin, was wir niemals tun sollten. Sie sitzen jetzt hier vor mir. Da könnte ich meinen, Sie müssen mir zuhören. Das stimmt natürlich gar nicht. Es sieht doch so aus, als würden Sie alle aufmerksam auf mich hinsehen. Dabei habe ich das, ehrlich gesagt, in erster Linie Ihren Stühlen zu verdanken, die nun mal in Richtung Bühne arrangiert sind. Außerdem können Sie auch nicht ohne weiteres aufstehen und gehen, vor allem diejenigen, die in der Mitte der Reihen sitzen. Aber nur weil Sie jetzt in der realen Welt festsitzen und mich nicht einfach wegklicken können, heißt es ja nicht, dass Sie nicht an was anderes denken können. Und genau das tun Sie sicherlich. Das passiert immer. Davon muss man ausgehen. Was glauben Sie? Wie lange dauert es, bis so ein YouTube-Zuschauer für sich beschlossen hat, das Video ist nichts für mich, nächstes Video? 7 Sekunden. 7 Sekunden? 3 Sekunden, ja. Es sind tatsächlich in der Regel 5 Sekunden. Das heißt, die ersten Sekunden eines Videos sind essentiell. Wie sind die ersten Sekunden eines Vortrags normalerweise? Wenn man Chemiker ist, so zum Beispiel. Das ist ein sehr schönes Beispiel, das ist tatsächlich eine Folie von mir und 2012, da war ich noch am Anfang der Doktorarbeit und habe tatsächlich so einen Vortrag angefangen. So wird natürlich heute keine Folie mehr von mir aussehen, aber vor allem würde ich so prinzipiell schon mal keinen Vortrag beginnen. Ein YouTube-Video fängt immer mit einem sogenannten Cold Opener an. Cold, weil der Zuschauer ohne Umschweife ins kalte Wasser mitten ins Video reingeschmissen wird, noch bevor das Video eigentlich anfängt. Beispiel. Schaut euch mal diese Menschen hier an. Was denkt ihr, haben sie alle gemeinsam? Habt ihr eine Idee? Die Antwort bekommt ihr am Ende des Videos, aber vorher müssen wir mal kurz reden. Intuition, Bauchgefühl, in unseren Entscheidungen ist eben nicht alles.
Also was habe ich hier gemacht? Noch bevor das eigentliche Video anfängt, habe ich dem Zuschauer schon mal versprochen, dass am Ende des Videos etwas Spannendes kommt. Sie können das auch andersrum machen. Sie können auch die wichtigste Erkenntnis im Opener, im Cold Opener schon mal vorwegnehmen. Das kann sinnvoll sein, vor allem bei wissenschaftlichen Vorträgen. Da wird es manchmal ein bisschen übertrieben mit dem Spannungsbogen. Da wird man erst durch so einen Rattenschwanz an Daten und Auswertungen geschleppt, bis ganz am Ende, wenn alle schon mental längst eingeschlafen sind, die Erkenntnis kommt, die wichtige. Deswegen kann es sinnvoll sein, am Anfang mal kurz darauf hinzuweisen, worauf alles hinauslaufen wird. Beispiel YouTube. Sind Bierbäuche tödlich? Ja. Herzlich willkommen zum Journal Club Echte Paper von echten Wissenschaftlern. Jetzt wollen Sie alle wissen, warum. Also auch hier haben Sie gemerkt, das ganze herzlich willkommen und so weiter, das eigentliche Video fängt erst danach an. Der Cold Opener kann auch einfach nur die Funktion des, ich sag mal, des kalten Wassers haben, Aufmerksamkeit. Wie gesagt, der Zuschauer kommt vielleicht gerade aus einem langweiligen Video und ich muss den erstmal wieder an Bord holen. Hier ein Beispiel von meinem anderen Kanal, Schön Schlau. Da geht es um die Wissenschaft von Kaffee. Kaffee! Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie bei Ihrem Vortrag das Publikum am Anfang möglichst unverhofft anschreien sollen. Das können Sie, das ist eine Möglichkeit, aber Sie können Ihren Vortrag mit einem aussagekräftigen Bild anfangen oder einem Video oder einer persönlichen Anekdote, einer Interaktion mit dem Publikum. Jedenfalls nicht so. Und überhaupt die Titelfolie, die entspricht ja einem YouTube-Vortrag, in einem YouTube-Video, diesem Trenner, also das Logo oder dieser Jingle. Der kommt auch immer erst als zweites. Wie habe ich heute meinen Vortrag angefangen? Mit dieser Geschichte. Wann kam meine Titelfolie? Die hier? Ich sage jetzt nur so nach 2 Minuten. Das heißt, bevor ich ihn überhaupt erklärt habe, um was es heute geht, habe ich mir 2 Minuten Zeit genommen, um mich um Ihre Aufmerksamkeit zu bemühen. Damit eben das möglichst wenig passiert. Kommen wir zum Irrtum Nummer 3, nämlich es geht hier um mich. Ich muss mich nicht nur in die Perspektive des Publikums versetzen, ich muss mir auch wirklich mal klar machen, warum ich hier eigentlich stehe, was ich hier eigentlich mache. In dem Moment, wo ich mich vor ein Publikum stelle, dann sollte es mein Hauptziel sein, dem Publikum angemessen zu dienen. Wenn es nicht mein Hauptziel jetzt ist, dass Sie, das Publikum, etwas für sich aus meinem Vortrag mitnehmen, ja, was mache ich dann hier? Warum stehe ich dann hier überhaupt? Und ich finde, das vergessen wir manchmal. Und es kann helfen, sich zu fragen, was will ich eigentlich vom Publikum? Und bei YouTube ist das ziemlich klar, da gibt es den guten alten Call to Action. Die Zuschauer werden zu etwas aufgerufen. Als Beispiel schauen wir uns mal den Kanal-Trailer zu The Secret Life of Scientists an. Der geht so. Wissenschaftler, sozial und oder emotional eingeschränkte Genies, die Mikroskope benutzen oder Formeln an Glasscheiben schreiben. Manchmal stehen sie auch vor Bücherregalen und erzählen unangenehme Dinge von Klimawandel oder Impfung. Aber sind Wissenschaftler auch Menschen? Haben sie ein Leben außerhalb des Labors? Haben sie etwa Hobbys oder gar Freunde? Keiner weiß die Antwort. Dankeschön, Dankeschön. Nur, der Trailer endet hier nicht. Das wäre ein gutes Ende, aber was will ich eigentlich vom Publikum? Was will ich denn mit diesem Trailer bei meinem YouTube-Publikum bezwecken? Und um das klarzustellen, gibt es noch folgenden Epilog. Hallo, ich bin die Mai. Je suis la Mai. Und das ist mein Channel, The Secret Life of Scientists. Wenn ihr Wissenschaftlern wie mir eine Chance geben wollt, dann abonniert mich, indem ihr einfach auf meine Nase klickt. Meine Nase ist zugegebenermaßen ein bisschen klein, ich komme jetzt. Ja. Einfach draufklicken, nicht schüchtern sein.
Genau, ja. Das war ein klassischer Call to Action, den Sie in der einen oder anderen Form in fast jedem YouTube-Video finden werden. Was wollen wir da vom Publikum? Das ist jetzt banal, wir wollen mehr Abos. Oder vielleicht einen Daumen nach oben oder dass die Leute kommentieren, dass eine Diskussion entsteht. Aber es lohnt sich immer, das nochmal ganz klar auszudrücken. Was möchte ich jetzt beim Vortrag vom Publikum? Ja, zumindest mal möchte ich, dass das Publikum meine Arbeit, mein Anliegen, meine Ideen versteht. Das kann für einen theoretischen Physiker schon Herausforderung genug sein. Vielleicht möchte ich auch das Publikum zum Grübeln bringen, zum Nachdenken anregen. Ich denke, das ist heute schon das eine oder andere Mal passiert. Oder noch besser, ich möchte das Publikum dazu motivieren, aktiv zu werden, was auch immer es ist. Vielleicht möchte ich, dass das Publikum denkt, Mensch, ich muss sofort mit meinem Nachbarn reden oder ich sollte mehr Sport machen oder ich muss alles stehen und liegen lassen und mich noch heute für ein Chemiestudium einschreiben. Was auch immer es ist, sprechen Sie das Publikum direkt an und sagen Sie konkret, was Sie möchten. Was sind also die drei Sachen, die wir von YouTube auf jeden Vortrag übertragen können? Erstens, halten Sie den Vortrag nicht länger als nötig. Denken Sie dran, die Zeit vergeht für Ihr Publikum garantiert immer langsamer als für Sie selbst. Zweitens, verdienen Sie sich die Aufmerksamkeit. Stellen Sie sich vor, man könnte Sie zu jeder Zeit wegklicken. Und drittens, Call to Action. Rufen Sie zur Aktion auf, was möchten Sie vom Publikum? Und sagen Sie das auch. Was möchte ich jetzt also von Ihnen? Ich möchte natürlich, dass Sie diese drei Sachen mit nach Hause nehmen und bei Ihrem nächsten Vortrag in die Praxis umsetzen. Aber vor allem möchte ich, dass Sie generell öfter mal die Perspektive wechseln, sich in den anderen hineinversetzen, einen Schritt drauf zuzugehen, nicht nur, wenn Sie einen Vortrag halten, sondern wann immer Sie mit jemandem kommunizieren. Denn unterm Strich ist das die Basis für gute Kommunikation, generell. Und wenn Sie das nächste Mal eine Chemikerin treffen, auf einer Party, Sie aber Chemie in der Schule abgewählt haben, dann wechseln Sie doch mal die Perspektive und sagen, cool. Und ich verspreche Ihnen, das wird ein viel besseres Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Ist es nicht faszinierend, wie MIT mit bestimmten Kniffen, mit Tricks, mit Darstellungen die Performance ihrer YouTube-Videos verbessert? Und möchtest auch du mehr Reichweite gewinnen, möchtest auch du Kunden online erreichen, dann klicke jetzt hier für unser Online-Marketing-Training. Sei dabei und es gibt noch so viel mehr zu lernen. Du wirst es sehen.